Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing, diesmal von War Dogs. Ja, diesmal ein etwas neuerer Film, nicht so wie die letzten Videos mit den etwas älteren Schinken, ne? Da merkt man schon mal den Unterschied von den ganzen Jahren, die da jetzt ins Land gezogen sind, von den ganzen Filmen, die da rausgekommen sind, oder wo halt die ersten Filme als Steelbooks haben. Und wenn man jetzt mal so schaut, was dieses Steelbook hier schon hat. Dieses Steelbook schon ausschaut und die anderen da von den älteren Formaten. Holy Macaroni. So, jetzt machen wir mal hier den Flyerchen ab. Schauen wir uns erstmal den Flyer an. Und zwar haben wir hier die Inhaltsangabe, dann ein paar Bildchen mit dabei aus dem Film und hier noch die Specials. Und dann kommt der Film in einem Tonformat von Dolby Digital Deutsch 5.1 daher und er hat eine Laufzeit von 114 Minuten. So, jetzt schauen wir uns mal das Steelbook an. Der Miles Teller ist eher schwarz gemacht und der Jonah Hill in weiß. Sieht auf jeden Fall cool aus, das Cover. Gefällt mir. Schön gezeichnet. Gut, man hätte jetzt hier zum Beispiel vom Regisseur der Hangover Trilogy weglassen können. Und ja, aber man muss ja ein paar Käufer heranziehen. Oh, Entschuldigung. So, dann hätten wir am Bein das Blu-ray-Disc-Logo, dann War Dogs und dann unten noch das Warner Brothers-Logo. Ja, und hinten haben wir dann auch nochmal ein Motiv, ein Back. Hinten haben wir dann auch nochmal ein Backmotiv. Nee. Hinten haben wir dann auch noch mal ein Foto aus einer Filmszene, würde ich mal sagen. Oder ich weiß es nicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Bin aber gespannt. Wie dieser Film ist, weil es gibt ja so viele Kritiken dazu. Ob positiv oder negativ. Und ja. Hätten wir hier die Blu-ray Disc und dann sieht auch cool aus, der Innendruck auch wieder über das ganze Steelbook verteilt, aber sieht cool aus mit ihren, ich weiß nicht, was die da machen, aber sieht cool aus, schön mit Farbe, das freut mich. Von wann ist denn der? Von 2016, ist das schon 2 Jahre her? Wow. Naja, so, jetzt haben wir hier noch den älteren, etwas älteren Film. Und ja, das war jetzt auch das letzte Steelbook für den Monat März. Dann müsste auch schon dann bald das Blu-ray-Update kommen. Und ja, dann schauen wir mal, was so alles im April auf uns zukommt. Und ja, ich weiß, es gibt noch ein paar andere Steelbooks, aber die habe ich, bekomme ich erst ein bisschen später. Aber ja, die kommen dann halt im April-Update mit rein. Und ja, dann soll es das jetzt wirklich gewesen sein von War Dogs. Wenn das Video euch gefallen hat, macht doch einen Daumen hoch nach oben und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon War Dogs gesehen habt und wie ihr ihn fandet. Bin gespannt, bin auch gespannt auf diesen Film und auf eure Meinung, was ihr dazu sagt. Und ja, ich bin damit jetzt raus und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.